Die Ausstellung zeigt die Sammlung von Jan und Friederike Bächle hier im Museum Wiesbaden. Innerhalb der Ausstellung können wir deutlich die Präferenz der Sammlung heraussehen. Es handelt sich um Künstler der Rhein-Main-Region, die hier gelebt, gewirkt und hier ihre Malerei ausgeübt haben. Am meisten werden die Besucherinnen und Besucher überrascht werden von der Tatsache, wie qualitätsvoll die Malerei im 19. Jahrhundert war. Die Sammlung Bächle stärkt die Stärken im Museum Wiesbaden und schließt gleichzeitig die Lücken, die vorhanden sind. In der Ausstellung ist eine ganze Bandbreite von Künstlerpersönlichkeiten des 19. Jahrhunderts vertreten. Exemplarisch seien hier nur genannt Johann Caspar Schneider, Karl Morgenstern, aber auch Jakob Becker, dann die Kronberger Malerkolonie mit Anton Burger und Peter Burnitz, dann aber auch solche großen Namen wie Max Liebermann, Otto Scholderer und Wilhelm Trübner. Zwei Werke des Künstlers Hans Thomas sind für dessen Oeuvre von besonders großer Bedeutung. Sie sind zwar kleinformatig, aber sie stehen innerhalb seines Werkes für eine besonders wichtige Phase, nämlich als er auf Reisen war. Hans Thomas ist sowohl nach England gereist als auch nach Italien und die dortigen Ergebnisse, die können wir hier in der Ausstellung sehr schön nachvollziehen. Um die Künstler nicht immer hinter ihr Werk zurücktreten zu lassen, haben wir in einer Art Galerie der Künstlerpersönlichkeiten deren Biografie um die Bilder herum versammelt. Die Kunst des 19. Jahrhunderts ist bis heute relevant. Sie wirkt bis in unsere heutige Zeit nach und auch unsere heutigen Künstler berufen sich in vielfältiger Form auf die Errungenschaften des 19. Jahrhunderts. Das lange 19. Jahrhundert hat eine Fülle herausragender malerischer Erzeugnisse hervorgebracht. Einige dieser wunderbaren Beispiele können wir in dieser Ausstellung finden und das macht die Ausstellung so exquisit. Für mich persönlich stellt die Schenkung eine große Freude und Bereicherung dar und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diese teilen.